Hallo, meine Lieben. Und trage ich jetzt extra bewusst provozierend bei einer Review zu Horizon Zero Dawn eine Zelda-Mütze? Ich weiß es nicht. Ich werde versuchen, die Vergleiche zu Zelda sein zu lassen. Und ich möchte diese Vergleiche aber dennoch irgendwie benutzen, aber nicht, um zu sagen, dass dieses Spiel irgendwie besser sei als Horizon Zero Dawn, sondern ich finde es einfach so unglaublich interessant, wie zwei total unabhängige Entwicklerstudios zu fast der gleichen Zeit die beiden besten Open-World-Spiele herausgebracht haben, die die Welt je gesehen hat. Denn The Legend of Zelda ist mein liebstes Spiel aller Zeiten, aber halt, weil es so unglaublich bahnbrechend war. Horizon ist dann praktisch eine Hommage an all das, was man jemals so mit Open-World irgendwie assoziiert hat und hat über die ganzen Jahre das, was so ein klassisches, westlich angehauchtes, realistisch angehauchtes Open-World-Rollenspiel irgendwie ausmacht, für mich perfekt umgesetzt und ist eines der besten Spiele, das ich je gespielt habe. Es hat es nicht ganz in meine absolute Lieblingsliste geschafft, aus einem gewissen Grund, auf den ich später noch eingehen werde. Es übertrifft für mich dieses Jahr nicht Breath of the Wild. Aber das vor allem deshalb, weil Breath of the Wild durch diese neue, freie, total begehbare, auch durch dieses Kletter-Gameplay einfach etwas geschaffen hat, was mich einfach umgehauen hat, fasziniert hat in einer Art und Weise, die Horizon aber so niemals machen wollte, die Horizon auch nicht gut zu Gesicht gestanden hätte. Und Horizon macht aber das, was dieses Spiel machen wollte, so unglaublich gut. Und ich würde sagen, das war eine lang genug Einleitung. Eine lang genug Einleitung? Ich habe lange genug gebrabbelt, deshalb gibt es jetzt das Intro und danach kümmern wir uns einmal um Horizon Zero Dawn. Shadows to take back what's ours. What's it doing to them? Taking control. You can see the corruption coming off them like smoke. You've come a long way since the Citadel, Aloy. Who are you? An interested party. Or how it begins, anyway. There's so much more to discover before the world ends. In Horizon Zero Dawn spielst du Aloy. Dieser Name wird dir praktisch von dem Ziehvater gegeben. Dieser Ziehvater ist deshalb zugeteilt worden, weil Aloy eine Ausgestoßene ist. Es gibt praktisch einen Stamm und dieser Stamm, der beschützt praktisch seine Mitglieder, der hat einen sehr rituellen Glauben in dieser Welt, die viele, viele Jahre nach unserer reellen Welt spielt. Und wenn ihr das jetzt schon so ein bisschen seht, mit diesem nordisch angehauchten, mit diesem mythischen Flair, fragt ihr euch, was ist denn da passiert? Nun, es ist so, dass diese Maschinen, um die es natürlich irgendwie in Horizon hier gehen wird, praktisch eine Apokalypse herbeigeführt haben. Das heißt, alles organische Leben wurde fast ausgelöscht. Warum genau und wie genau, das erfahrt ihr natürlich im Laufe des Spiels, weil natürlich auch tolle Wendungen irgendwie damit zusammenhängen. Jedenfalls hat sich dann praktisch die Menschheit erstmal davon erholen müssen, das ganze Leben hat sich erholen müssen und so hat sich das Ganze hier so ein praktisch neu entwickelt. Deshalb gibt es auch wieder solche primitiven Stämme, weil die Menschheit sich erstmal neu finden musste. Gleichermaßen gibt es aber auch deshalb natürlich diese komische neue Technologie und somit hat man praktisch diese coole Mischung aus diesem etwas alten, mythischen, aber halt auch diesen neuen technologischen. Naja, und Aloy ist ausgestoßen. Warum, erfährt man natürlich auch im Laufe des Spiels. Und es geht erstmal nur darum, dass du praktisch mit deinem Vater hier im Exil lebst und dir so ein bisschen erzählt, worum es so in dieser Wildnis ankommt, wie man überlebt, zeigt dir so ein bisschen das Jagen. Und dann erfährst du halt, dass du praktisch die Möglichkeit hast, Informationen über deine Herkunft und über deine Mutter zu bekommen. Was du dafür aber machen müsstest, ist eine Aufnahmeprüfung von dem Stamm zu bestehen, die dich dann praktisch in diesen Stamm auch aufnehmen würde
wenn du da irgendwie zu dieser Prüfung kommst und das Ganze gewinnst. Und darauf möchtest du jetzt natürlich hinaus. Also trainiert dein Vater dich über viele, viele Jahre hinweg und sagt, das wird knallhart. Du nimmst diese Herausforderung aber an und dann, irgendwann bist du alt genug, nimmst an der Prüfung teil. Und was dann genau passiert, das wäre jetzt schon ein Spoiler. Ich sag mal so, es führt eins zum anderen und du bist letztendlich so ein bisschen vom Sturm aufgenommen, so ein bisschen akzeptiert und wirst zu einer Sucherin, rutscht da ein bisschen so rein und bist auf einmal frei in dieser Welt irgendwie und kannst überall hingehen, wo du möchtest. Du hast dann erstmal so deine Anfangswaffen, wirst du ein bisschen in die Welt entlassen, bekommst natürlich eine Hauptstory, der du übrigens auch sehr gut folgen kannst und das führt dich so ein bisschen in die Welt hinaus. Und spätestens, wenn du dann in Meridian, in der Hauptstadt angekommen bist, dann offenbart sich dir die Größe und die Vielfalt dieser wunderschönen tollen Welt von Horizon Zero Dawn. Das ist erstmal das, worum es so grob in diesem Spiel geht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht dieses Spiel denn jetzt weiter? Denn es gibt natürlich immer diese große Gefahr, dass Open-World-Rollenspiele in diese Falle irgendwie getappen. Dass sie eine große Welt gestalten, eine große, toll begehbare Welt und in dieser Welt gibt es dann eigentlich kaum was zu tun. Oder sie schaffen es nicht, diese ganzen Aktivitäten irgendwie mit einem sinnvollen Kontext zu füllen, sodass es sich eigentlich irgendwie gar nicht motivierend anfühlt, diesen ganzen Kram zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie Horizon Zero Dawn das hier gelöst hat, das ist schon echt verdammt gut. Und ich finde es halt so interessant, wie Zelda als Breath of the Wild und Horizon so komplett unterschiedliche Ansätze gewählt haben, aber beides halt so unglaublich gut geklappt hat. Das sind einfach so viele Kleinigkeiten, die man so im Laufe des Spiels merkt, wo man so denkt, ah, Zelda hat das so gemacht. Das war auch cool, aber Horizon macht das gerade auch cool. So eine Kleinigkeit ist halt zum Beispiel, dass du in Zelda natürlich sehr, sehr starke Waffen sehr, sehr schnell finden kannst. Aber diese Waffen gehen halt irgendwann kaputt. Und auch wenn das genervt hat, war dafür das Spiel natürlich sehr wichtig. Weil stellt euch mal vor, ihr bekommt gleich am Anfang die Möglichkeit, in eine Ecke der Welt zu gehen und die stärkste Waffe im Spiel dazu bekommen. Das wäre super langweilig und würde das ganze Spiel uninteressant machen. Hier bei Horizon ist es einfach so gelöst, dass deine Waffen gehen nicht kaputt. Keine Angst, aber es gibt hier gar nicht so krasse Veränderungen bei den Waffen. Du kannst Waffen bekommen, es gibt da auch verschiedene Seltenheiten, aber die Waffe ist nicht das, womit man praktisch im Laufe des Spiels besser wird, sondern es sind halt so kleine, wie nennt sich das hier, Modifikationen, die du im Laufe des Spiels erst wirklich bekommen musst. Und die meisten Modifikationen bekommst du durch schwierige Quests oder halt indem du schwierige Monster tötest. Aber um diese Monster überhaupt erstmal zu töten, musst du erstmal Stück für Stück besser und Stück für Stück stärker werden. Und das ist natürlich auch clever, denn stärker wird man dadurch, dass man halt Quests absolviert. Und natürlich gibt es hier Quests und natürlich gibt es hier auch so kleine Lager, die du irgendwie angreifen kannst. Also im Großen und Ganzen gibt es in dieser Welt ziemlich viel zu tun. Zum einen kannst du Banditenlager angreifen und diese dann Stück für Stück irgendwie befreien, sodass die Orte dann wieder sicher sind für die Menschen da in der Umgebung. Du kannst so kleine Ausrüstungslager praktisch finden, wo du dann praktisch so kleine Tutorials machen kannst. Es gibt auch Tutorials, aber dann gibt es halt so kleine Aufgaben, Jägeraufgaben und die haben richtig Spaß gemacht, weil die haben so ein bisschen aus dem Gameplay herausgegriffen und haben dich dann zum Beispiel nicht einfach nur 5 Maschinen töten lassen, sondern du musstest dann vielleicht diese 5 Maschinen einfrieren und ein Maschinenbauteil vom Unterkörper irgendwie der Maschine abnehmen. Und das dann in einer gewissen Zeit, um dann halt eine höchste Belohnung irgendwie einzufordern. Solche Sachen konntest du machen. Du konntest einfach umherlaufen oder gegen die Maschinen kämpfen, um ein bisschen aufzuleveln. Du konntest versuchen, irgendwie Quests, die es in der Welt gibt, irgendwie zu erfüllen. Die Quests sind übrigens echt schön. Sie sind keine The Witcher 3 Quests. Das nicht. Die haben jetzt nicht so viel Tiefe und erzählen keine so unglaublich ewig lang richtig geilen Nebengeschichten. Aber auch gerade das hat mir übrigens gefallen. Denn The Witcher 3 hat sich meiner Meinung nach sehr in der großen Welt und in dieser einfach viel zu großen Welt irgendwie verloren. Unglaublich gut, gute Qualität des Spiels, darum geht's mir nicht. Aber mir persönlich hat sich in Horizon dieses etwas komprimiertere ein bisschen besser gefallen. Weil ich dadurch auch das Gefühl hatte, irgendwann mal alle Quests machen zu können. Und irgendwann mal auch wirklich die Hauptstory weiterspielen zu können. Und die Hauptstory ist übrigens hier auch sehr interessant und sehr, sehr gut betitelt. Du hast nie das Gefühl, wie bei Skyrim, dass du einfach die Hauptstory komplett aus den Augen verloren hast, weil du dich irgendwie in der Welt verloren hast und gar nicht so wirklich wusstest, was ist denn hier gerade die Hauptquest. Der Questlog hier ist sehr, sehr toll gemacht. Die ganze Karte und die Map ist wirklich geil gestaltet, weil du auch alles auf der Map irgendwie siehst. Aber es gibt ja noch so viel mehr zu tun in Horizon Zero Dawn. So viel mehr.
du kannst halt auch noch Brutstätten irgendwie aufsuchen. Und diese Brutstätten sind super genial gemacht. Denn da gehst du praktisch nach unten in alte Ruinen, in Brutstätten sozusagen, wo diese Maschinen halt wirklich ja, erforscht und vor allem hergestellt werden. Und wenn du da dann wirklich durchkommst und gegen den Endgegner kämpfst, dann bekommst du halt Informationen, mit denen du halt die Maschinen überbrücken kannst. Und Maschinen überbrücken bedeutet, du schleichst dich an, versteckst dich und dann überbrückst du sie heimlich von hinten mit deinem Stab und dann sind sie freundlich. Für eine gewisse Zeit, wenn du deine Skills benutzt, dann auch länger, manchmal auch unendlich und dann kannst du auch auf manchen Maschinen reiten oder du kannst sie gegen andere Maschinen kämpfen lassen. Ach, kann man so viel machen in diesem Spiel. Unglaublich. Was kann man denn noch machen? Man kann noch mehr machen. ja, man kann natürlich auch versuchen, irgendwie alles zu erforschen. Denn es gibt auch in dieser Welt sehr, sehr viel zu finden. Es gibt Metallblumen zu finden, es gibt kleine Panorama-Datenpunkte zu finden. Es gibt generell super viele Datenpunkte in dieser Welt zu finden. Aber dazu dann später noch mehr. Sehr genial gemacht, diese Datenpunkte. Und es gibt so ein paar Nook-Figuren. Und da waren noch so alte Gefäße. Das heißt so ein paar Collectibles. Und wenn du die sammelst in Sets, dann bekommst du halt so ein paar Kisten, wo dann tolle, starke Modifikationen drin sind, damit deine Waffen stärker werden. Das heißt, es macht auch Sinn und du willst das Ganze auch irgendwie schaffen. Und du bist einfach übelst motiviert. Und es ist ganz cool gemacht, wie die in der Welt versteckt sind. Sie sind jetzt nicht so krass versteckt wie bei anderen Spielen. Manchmal sind es echt offensichtliche Plätze. Und gerade das Klettern ist doch echt banal gemacht hier in Horizon Zero Dawn. Du siehst praktisch, aha, da oben ist die Banook-Figur. Und im Endeffekt ist es so ein Uncharted-Klettern. Das heißt, du kletterst da hoch, drückst eigentlich nur den Knopf in die Richtung, drückst ab und zu einen anderen Knopf und Aloy klettert eigentlich fast von alleine. Und da runterzufallen ist eigentlich fast schon unmöglich. Ist jetzt nicht schlimm, sie müssen ja nicht alles in diesem Spiel richtig machen. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, okay, das hätte vielleicht ein bisschen mehr Spaß gemacht, wenn ich tatsächlich auch aktiv selber irgendwie an dem Klettern teilgenommen hätte. Gerade im Vergleich zu Breath of the Wild. Aber das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Wie gesagt, wenn ich hier Kritik anbringe an diesem Spiel, dann sind es meistens Kleinigkeiten. Was tatsächlich richtig nervt, sind die Ladezeiten. Wenn du es gibt ganz viel Lagerfeuer in der Welt und wenn du zu diesen Lagerfeuern reisen möchtest, dann wartest du teilweise echt 1,5 Minuten, manchmal sogar echt 2 Minuten. Wenn du von einem weiten Punkt in die Hauptstadt dich portest, dann habe ich auch echt mal 2 Minuten an meinem Handy rumspielen müssen, bis die Welt geladen hat. Und das ist eindeutig zu lange. Ich weiß, klar, dafür spielt sich das Spiel dann auch ohne Ladezeiten in den Welten und in den Häusern. Aber das ist Ticken zu lang. Das hat mich tatsächlich oft ein bisschen geärgert in dem Spiel. Gerade wenn du so ein bisschen am Welt erforschen bist und von Punkt zu Punkt reisen möchtest für die Quests und du musst ständig warten. Das hat mich tatsächlich doch schon gestört. Was kann man denn noch alles machen hier? Also, wir kommen noch auf den Kampf und warum dieser Kampf so viel Spaß macht. Und wir kommen auch noch darauf, wie toll die Welt gestaltet ist. Aber wir können ja erstmal über die Musik reden. Denn die Musik in Horizon Zero Dawn, die ist eher subtil, ist mir so aufgefallen. Es gibt tolle Tracks und gerade im Nachhinein habe ich mir viele tolle Musikstücke angehört und dann auch runtergeladen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass gerade ähnlich wie bei Breath of the Wild hier übrigens, sehr, sehr viel eher auf Stimmung gesetzt wird, sodass du viel durch die Welten gehst, wenn du gerade in den Bergen rumläufst oder in der Wüste oder in den Dschungeln oder sowas, dann ist es eher so ein bisschen die Hintergrundmelodie, die Hintergrundstimmung, die damit erzeugt wird. Klar gibt es auch in den richtigen Momenten richtig tolle, packende, spannende Tracks. Das gab es von Breath of the Wild auch. Und deshalb ist das hier, finde ich persönlich, wieder der richtige Ansatz, den Horizon Zero Dawn gewählt hat. Eben ein nicht die ganze Zeit Melodien und irgendwelche imposalen Tracks um die Ohren zu ballern, sondern eben so ein bisschen auf Stimmung und auf Gefühl zu setzen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut. Optisch und grafisch ist Horizon Zero Dawn mit das Beste, was man so gesehen hat. Das sieht man sofort, das ist auch bekannt und da muss man auch keinen Hehl drum machen, dass Nintendo wahrscheinlich an diese grafische Leistung irgendwie wahrscheinlich nie anstoßen wird. Muss Nintendo auch nicht, aber es ist trotzdem echt mal schön, gerade für einen Nintendo-Gamer wie mich, mal einfach so ein richtig grafisch imposantes, wunderschönes Spiel zu spielen. Das hat hier tatsächlich sehr dazu beigetragen, dass ich tatsächlich auch die Welt sehr genossen habe. Und die Welt ist tatsächlich sehr schön. Am Anfang hatte ich so meine Zweifel, weil gerade so am Anfang läufst du eigentlich mehr so durch Berge, dann wird es ein bisschen verschneit. Aber wenn du dann, wie gesagt, irgendwann Richtung Meridian kommst und spätestens wenn du in Meridian stehst und dann von Meridian aus halt merkst, dass es in alle Himmelsrichtungen jetzt ganz andere Orte gibt. Wenn du in den Süden gehst, in die Sümpfe, das sieht so cool aus, dann wiederum an einem ganz anderen Fleck der Erde, da gibt es halt diese kleine Wüste, wo es
auch total bedrohlich ist, weil die Maschinen da total aggressiv sind irgendwie. Dann wiederum hast du oben die verschneiten Berge, dann auf der anderen Seite wieder ganz andere verschneite Berge. Die Welt ist super abwechslungsreich gestaltet. Und gerade in dem, was sie, mit wem sie arbeiten konnten. Sie konnten einem jetzt hier kein lila, pinkes Final Fantasy-Gebilde um die Ohren ballern. Und ich finde, gerade da innerhalb dieser Grenzen, die sie so hatten, haben sie das unglaublich schön gelöst. Und ich finde die Welt von Horizon einfach wunderschön gemacht. Auch wunderschön gemacht war sie in Xenoblade Chronicles X. Das Spiel hat mich ja leider über das Kampfsystem und das Gameplay verloren. Und das ist zum Glück ihren Horizon Zero Dawn allererste Sahne. Und das ist der Hauptgrund, warum ich mich so in dieses Spiel verliebt habe und das Spiel aufgesogen habe und nicht mehr aufhören konnte, Horizon Zero Dawn zu spielen. Dieses Spiel war der Grund, warum jetzt wochenlang kein Video gekommen ist. Ich habe nichts anderes mehr gemacht, als dieses Spiel zu spielen. Ihr habt einen Bogen. Ich liebe einen Bogen. Ich liebe es, mit einem Bogen zu schießen. Und ihr habt ja nicht nur einen Bogen. Ihr habt auch eine Schleuder. Ihr habt einen Kriegsbogen, der Elemente verschießt. Ihr habt einen Scharfschussbogen, mit dem man Teile absprengen kann. Ihr habt dann noch andere Fallen, die ihr legen könnt. Und Stolperfallen und eine extra Waffe, um Teile da abzutrennen. Ihr könnt auch in den Nahkampf gehen. Ihr habt so viele Möglichkeiten, eure Skill-Bäume irgendwie zu bauen. Je nachdem, ob ihr gerne in den Nahkampf geht, in den Fernkampf geht oder so ein bisschen auf Überleben und auf Tricks gehen wollt. Ihr habt generell im Kampf so unglaublich viele Möglichkeiten, gegen diese Maschinen zu kämpfen. Also diese Maschinen bewegen und kämpfen eigentlich wie Tiere. Sie sind aber auch an Tiere angelehnt und sollen auch so ein bisschen an Tiere erinnern. Aber hier ist halt ein wesentlicher Unterschied zu den Tieren. Das sind halt Maschinenteile. Und ihr könnt halt, indem ihr diesen Visor, den ihr am Anfang bekommt, das wird mit der Story halt auch sehr stark erklärt, könnt ihr halt nicht nur irgendwie Spuren auf dem Boden entdecken oder so eine Art Informationen über gewisse Orte erhalten, Informationen, die normale Menschen nicht sehen. Aber auch da möchte ich gar nicht so viel verraten, weil ich da dann spoilern würde. Sondern das Interessante ist halt, dass ihr die Maschinen scannen könnt. Und dann seht ihr halt die Schwachpunkte der Maschinen. Ihr seht, welche Teile ihr absprengen könnt mit den Zersprengerpfeilen. Ihr seht halt ganz genau, wie ihr diese Maschinen am besten angreifen könnt. Und gerade wenn man einen höheren Schwierigkeitsgrad wählt, ich habe am Anfang auf Easy gespielt, wollte das Spiel einfach nur so ein bisschen durchspielen. Und dann hat das Gameplay so viel Spaß gemacht und es war mir zu einfach. Dann habe ich einen höher geschaltet. Und dann habe ich irgendwann die Welt so kriebisch aufgesogen und erforscht, dass ich irgendwann so viel Level über meiner eigentlichen Stufe war, habe das noch einen höher gestellt. Und dann habe ich natürlich voll losgelegt, habe alles erforscht, habe diese ganzen Energiezellen gesucht und habe dann praktisch eine Superrüstung gefunden. Und diese Superrüstung war so stark, dass ich das Spiel auf nochmal höher gestellt habe, damit es einfach wirklich schwer bleibt. Und das Spiel ist schwer. Aber das, was ich halt so gut finde, ist, du kannst hier halt den Schwierigkeitsgrad auch selber bestimmen. Es ist hier halt so, wenn du die Hauptquest spielst, gibt es auch sehr schwierige Missionen. Aber gerade wenn du dann die Banditenlager machst oder diese kleinen extra Nebenquests, also die schwersten Monster sind hier wieder in den optionalen Nebenquests und genauso muss das Ganze gestaltet sein. Wenn du da die legendären Monster jagst, die auch übrigens auf eine sehr clevere Art und Weise schwer gehalten wurden, dann macht das Ganze doch echt schon tierisch Bock. Über die letzte Mission übrigens knallhart. Ganz im Ernst. Da habe ich echt einen schlucken müssen, gerade so die letzten Kämpfe, obwohl ich die Superrüstung hatte, aber ich war damals auch schon echt auf schwer und das war echt hart, aber es hat einfach nur super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, greift das Monster frontal an, versucht auszuweichen, ihr seid sehr agil, ihr könnt die Muster der Monster habt ihr auch irgendwann wirklich, die sind, gehen euch in Fleisch und Blut über, so Dark Souls, es erinnert doch schon sehr an Dark Souls, weil es einfach so gut ist vom Gameplay her. Es macht viel mehr Spaß als in Witcher 3, was auch schon gut war, aber gerade durch diese vielen Optionen, die man hier hatte. Wie gesagt, gehst du in den Nahkampf, legst du lieber eine Falle, versuchst du das Monster festzubinden, um das irgendwie an einer Schwachstelle anzugreifen, greifst du erstmal aus der Distanz an, um vielleicht eine Waffe, die auf der Maschine sitzt, abzuschießen, um die Waffe selbst zu nähen. Ich meine, den Donnerkiefer, den greift man gar nicht anders an. Man zersprengt seine riesigen Waffen, nimmt sich die Waffe selbst und macht das Monster mit seiner eigenen Waffe zermetzelt. Oder man versucht sie später zu überbrücken und sie gegeneinander kämpfen zu lassen. Oder versuchst du sie mit seiner Schwäche zu belegen. Hat es eine Feuerschwäche, dann versuchst du sie mit Feuerpfeilen zu beschließen. Hat es eine Eisschwäche, versuchst sie einzufrieren, damit sie mehr Schaden nimmt. Man hat so viele Optionen, wie man diese Monster angehen möchte. Das ist der Wahnsinn und macht einfach super viel Spaß. Und da ist man halt auch sehr motiviert, diese ganzen verschiedenen epischen Waffen zusammenzufahren.
Und als ich dann recht gen Ende gedacht habe, so, jetzt habe ich ja alles, denn ich kann schon mal sagen, ich habe dieses Spiel für mich zu 100% beendet. Ich habe alle Nebenquests in dem Spiel gemacht, alle natürlich die Hauptquests gemacht bis zu diesem Punkt, bis zu dem ich dann speichern konnte. Habe alle Banuk-Figuren gesammelt, alle Metallblumen gesammelt, alle Gefäße gesammelt, alle Panorama-Punkte gesammelt, alle Datenpunkte gesammelt. Auch in der Welt. Aber dazu habe ich Google benutzt, bin ich ganz ehrlich. Denn das ist so wie mit den Samen. Die sind einfach so krass in der Welt versteckt. Da bräuchtest du ja Monate in der Welt umherzulaufen, um diese ganzen Punkte irgendwie zu finden. Aber trotzdem cool, hat trotzdem Spaß gemacht. Man hat dann noch so ein paar Sachen entdeckt, als man diese Datenpunkte dann per Google irgendwie gesucht hat. Ich habe ansonsten wirklich alles gemacht. Ich habe das Spiel auch zu, 95-96% durch. Weil es gibt dann halt immer noch die Möglichkeit, das Spiel zu 100% durchzuspielen. Und das habe ich schon oft erwähnt, das ist heutzutage etwas, was mir einfach keinen Spaß mehr macht, weil dazu müsste ich jetzt jede Waffe im Spiel mir craften, also auch Waffen, die viel schwächer sind als die, die ich jetzt gerade habe, weil es für jede Waffe ein Tutorial gibt. Und dieses Tutorial zu absolvieren, das gehört dann auch wieder dazu. Und das ist so, das ist doch Quatsch, wozu soll ich das machen? Nur damit eine Zahl steht, das hat ja nichts mit Herausforderungen zu tun. Ich habe auch alle Jägerlager gemacht, alle Banditenlager natürlich erfüllt, also wirklich alles andere sonst gemacht, alle Monster gescannt und es hat einfach nur so viel Spaß gemacht. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es noch mehr Banditenlager gibt, denn die Banditenlager haben mir immer super viel Spaß gemacht. Oder diese verderbten Zonen und natürlich diese Brutstätten, es gibt so viel zu tun in diesem Spiel, das ist der Wahnsinn. Und durch dieses geile Kampfsystem und dieses geile Gameplay macht es einfach nur super viel Spaß. Und dann die Jägerloge am Ende habe ich die erst entdeckt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss auch wirklich alle diese Jägeraufgaben mit der Goldsonne absolvieren. Und durch diese ganzen Nebenquests, das wird am Ende übrigens, ich möchte es nicht spoilern, aber man freut sich richtig. Man wird halt richtig belohnt, dass man alle Nebenquests macht, bevor man die allerletzte Hauptquest macht. Das würde ich sehr, sehr stark empfehlen, weil das Ganze dann sehr viel emotionaler wird aus gewissen Gründen. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich kann schon mal sagen, ich habe ganz am Ende des Spiels, da gibt es eine kleine Extraszene, die wahrscheinlich auf den DLC hindeutet. Und da saß ich einfach nur und davor habe gesagt, ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst und das war so cool und das war ein total geiler Moment und deshalb freue ich mich auch sehr auf den DLC. Wow, es ist, boah, ist das ein geiles Spiel. Ich habe jetzt super viel natürlich nebenbei von diesem Spiel gezeigt, gerade von diesen geilen Kämpfen und gerade diese Kämpfe gegen diese Riesenmonster, die einfach irgendwann so popeleinfach werden, weil du alles geht dir so ins Blut über, genauso wie es bei Dark Souls war. Irgendwann hast du alle Gegnerreaktionen im Kopf, du läufst, wenn du willst, einfach da durch, weil du genau weißt, wie diese Maschinen auf dich reagieren und wie sie sich bewegen und du wirst einfach so viel besser in diesem Spiel, nicht nur durch die Waffen, denn das Verbessern der eigenen Fähigkeiten durch die Talentpunkte sind eher so kleine Tricks, die man so dazulernt. Es ist nicht einfach so, dass man mehr Schaden macht und irgendwann unbesiegbar ist. Es ist auch nicht so, dass deine Waffen oder deine Bögen und sowas so stark werden, dass das irgendwann alles easy wird. Ich muss tatsächlich sagen, diese geheime Superrüstung, die macht es wesentlich einfacher, das Spiel. Deshalb stellt man das dann einen Schwierigkeitsgrad höher und dann bleibt es halt trotzdem schwierig, aber einfach nur richtig geil, das Spiel. Ja. Wow, das war Horizon Zero Dawn. Jetzt gibt es natürlich noch diesen kleinen Extrapunkt, wo ich fast überlegt habe, deshalb Horizon Zero Dawn in meine besten Liste überhaupt aufzunehmen. Denn Horizon Zero Dawn erzählt eine super tolle Story. Und gerade im Vergleich zu Zelda sieht hier Zelda alt aus. Zelda hat mir gefallen von der Story, aber vor allem im Kontext der ganzen Zelda-Historie ist das hier ein Riesenfortschritt. Aber wenn man dann mal Horizon sieht, mit einer richtig gut erzählten Story, mit einer Story, die man auch im Laufe des Spiels nicht aus den Augen verliert, eine Story, die zwar eine Zeit lang dann dazu führt, dass man halt durch etwas monotone Dungeons läuft. Ich hatte dann das Glück, ich habe immer wieder zwischendurch was anderes gemacht. Deshalb hat sich das für mich nicht so schlimm angefühlt. Und dieses Spiel belohnt einen so enorm dafür, die Welt zu erforschen. Und dieses Spiel ist dafür gemacht, die komplette Welt zu erforschen. Denn in diesem Spiel gibt es auch Datenpunkte. Und diese Datenpunkte sind einfach so eine tolle Art und Weise, einen Lore zu erzählen. Und das ist zum Beispiel das, was Breath of the Wild für mich halt kaum hatte. Das war mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel, dass halt so ein interessanter Lore erzählt wurde. Es gibt eine Hintergrundgeschichte zu den ganzen Maschinen, zu den Entstehungspunkten und natürlich auch zu Aloy und zu Personen, die Aloy nahestehen. Und das alles wird halt sehr kryptisch und sehr geheim in diesen Datenpunkten erzählt.
Du findest diese Sachen im Laufe des Abenteuers. So, es gibt Hologramme, diese Panoramapunkte sind so auch so geil gemacht, möchte ich aber auch nicht verraten. Und du kannst jetzt halt alles anhören. Das sind über 100, das sind viele 100 Datenpunkte, die du sammeln kannst, die entweder kleine Textinformationen enthalten, kleine Sprachaufnahmen oder sowas, die halt manchmal auch echt ein bisschen verschlüsselt sind. Und du musst es halt zusammensetzen und wirklich zu gucken, was wird dir da alles gerade erzählt. Das ist so gut, das ist so geil gemacht und es hat so viel Spaß gemacht, damit nochmal so viel mehr zu erfahren über Horizon und die Vorgeschichte. Und das ist einfach etwas, was mir richtig gut gefällt, einen Lore in Videospielen so gut zu verstecken und einen dafür halt noch mehr zu belohnen, die Welt und die Geschichte von diesen Spielen erforschen zu wollen. Das ist etwas, was ich einfach in Spielen immer irgendwie haben möchte. Und deshalb bin ich noch mehr begeistert von Horizon Zero Dawn. Und dieser gewisse Punkt fehlt aber, dass ich halt sage, nein, okay, es ist zwar ein super geiles Spiel und es wird wahrscheinlich irgendwie mein PS4-Spiel überhaupt werden, aber dieser gewisse Punkt fehlt halt, dass es eben nicht jetzt auf Platz 19, 20 oder sowas meiner besten Spiele aller Zeiten irgendwie aufwartet. Und das ist einfach, dass dem Spiel dann doch diese gewisse Tiefe fehlt. So dass man halt sich praktisch so richtig emotional in dieses Spiel einbringt und so richtig emotional mit Aloy mitfühlt. Denn auch wenn dieses Spiel sehr, sehr viel zu bieten hat, so ist dann gerade die Hauptstory doch sehr linear und halt, da fehlt einfach so diese gewisse Breite, diese gewisse Tiefe, gerade diese ganzen Nebenquests. Die sind halt, wie gesagt, kein The Witcher 3. Du magst die Charaktere, mit denen du dich da kurz abgibst, aber viele Nebenquests sind auch nur so ein, zwei Quests, manchmal ein bisschen länger, aber du verbindest dich halt nicht wirklich doll mit diesen ganzen Charakteren. Da war halt The Witcher 3 nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deshalb fehlt er einfach an vielen Punkten. Was oft ist es wirklich so, dass Aloy einen Charakter trifft und sagt, hey, wie geht's dir denn? Ist alles gut bei dir? Du hast ihn noch nie vorher getroffen und tust auf Best Buddy. Und das hat sich manchmal so ein bisschen befremdlich angefühlt. Und ja, also mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, als dass einfach manchmal halt diese gewisse Tiefe fehlt, diese gewisse Charakterbindung, sowohl zu Aloy als auch zu diesen Nebencharakteren. Es gibt tolle Nebencharaktere. Das, ja, auf jeden Fall, aber das sind halt so diese fünf Hauptnebencharaktere, die es so gibt. Und die sind halt richtig toll, aber selbst da ist halt nicht diese Bindung da, die ich zum Beispiel bei The Witcher 3 zu diesen Charakteren verspürt habe. Und das ist dann so dieser gewisse Punkt, so viel mir dieses Spiel Spaß gemacht hat vom Gameplay her. Und Gameplay overall richtig geil, aber halt so ganz knapp nicht geschafft. Aber einfach nur ein richtig geiles Spiel. Ich verfalle gerade in Schwärmerei, deshalb würde ich sagen, ich zwinge mich selbst jetzt mal aufzuhören. Es wird auch schon dunkel draußen und ich kann einfach Horizon Zero Dawn nur empfehlen. Ich fand ja so interessant, ich habe mal einen Post gelesen oder irgendwie ein Zitat, wo dann drin stand, The Legend of Zelda Breath of the Wild hat das Open-World-Genre revolutioniert und ist praktisch wegweisend für die Zukunft, während Horizon Zero Dawn praktisch noch einmal das allerbeste von Open-World-Rollenspielen des letzten Jahrzehnts zusammenfasst, in vielleicht das beste Open-World-Rollenspiel, das man bis so gesehen hat, während dann Breath of the Wild praktisch die Zukunft diktiert. Und genauso ist das. So revolutionär Breath of the Wild war, so tatsächlich muss ich Horizon zugestehen, das ist schon ganz nah an der Perfektion gewesen, was Open World angeht und was diese ganze Gestaltung angeht, diese ganzen Sachen, die man in dieser Welt machen kann und trotzdem halt nicht diese Welt zu groß zu gestalten, trotzdem eine interessante Hauptstory zu erzählen, in der man sich verlieren kann. Und trotzdem ein so geiles Gameplay zu haben, das auch so perfekt und so clever in dieser ganzen Welt eingebunden ist. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass jedes Lagerfeuer sehr strategisch, am Anfang denkst du nur, das sind halt für dich so kleine Spawn- und Savepoints. Und dann merkst du irgendwann, jedes Lagerfeuer ist bewusst irgendwo platziert, weil jedes Lagerfeuer mit einer Nebenquest, mit einer Suche oder irgendwas verknüpft ist. Und das habe ich mir irgendwann, wow, das ist so durchdacht alles, einfach nur gut. Ja. Das ist meine Review zu Horizon Zero Dawn. Ein bisschen Geschwärme, ein bisschen objektiv begründet, warum dieses Spiel einfach nur verdammt gut ist. Natürlich gibt es da immer noch subjektive Vorlieben, wo man sagen kann, och, ich spiele nicht so gern mit dem Bogen oder ich habe halt lieber so eine Ego-Perspektive oder ich möchte halt lieber ein bisschen mehr irgendwas anderes, keine Ahnung. Es gibt immer subjektive Gründe, warum man sagen kann, Horizon ist nichts für mich. Bei Breath of the Wild ja auch. Meine Güte, nicht jeder muss jedes Spiel mögen, aber ich würde schon objektiv sagen, dass Horizon Zero Dawn schon ziemlich nah an der Perfektion ist, was ein Open-World-Rollenspiel eigentlich so sein soll. Also Hut ab,
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Horizon Zero Dawn gehalten habt. Habt ihr das schon gespielt? Wenn ja, wie habt ihr das Spiel so empfunden? Und habt ihr am Ende auch so gedacht, so, ja, ich hab's gewusst. Und wenn nicht, ich würde es euch wirklich empfehlen, euch wenigstens Horizon Zero Dawn anzugucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.